Sexuelle Energie ist die höchstmögliche Schöpferenergie, zu der wir als Mensch fähig sind. Sie kann dazu verwendet werden, um gezielt etwas zu erschaffen oder bestimmte Effekte im Außen herbeizuführen. Die während des Sex entstehenden Gedanken, Ideen und aufkommenden Neigungen jedes Menschen haben eine unmittelbare energetische Wirkung auf die astrale Sphäre. Insbesondere im Augenblick des Orgasmus beim Mann und Frau steht eine enorme Menge an Energie zur Verfügung. Die Macht dieser reinen Schöpfungsenergie wird von Geheimgesellschaften und von eingeweihten religiösen Gruppen noch heute gezielt genutzt. Bereits die Hohepriester des alten Ägypten wussten um die Grundlagen der Sexualmagie. Sie gaben den Malern und Bildhauern jener Zeit Anweisungen, ganz bestimmte Bilder zu erschaffen, an die sich das Volk bei Ausübung ihrer sexuellen Praktiken erinnerte und die deren inneren Bilder während des Sexualakts beeinflusste. Auf diese Weise nutzen die Hohepriester die schöpferische Kraft ihres Volkes, denn so wurden durch ganz bestimmte Bilder und Symbole Energien freigesetzt, die Hohepriester einzusetzen wussten. Und auch heute noch wird diese machtvolle Technik gezielt verwendet, um Energie und Macht von anderen Menschen zu erhalten. Jedes Paar kann die sexuelle Energie ebenfalls gezielt für die Erfüllung eines Wunsches oder eine ganz bestimmte Wirkung verwenden. Dazu ist es notwendig, vor dem Sex das gemeinsam erwünschte Ziel klar zu formulieren und dies vor, während und nach dem Sexualakt als inneres Bild festzuhalten. Ideal für dieses Ritual ist, wenn Mann und Frau gleichzeitig zum Höhepunkt kommen. Hinter dieser Technik steht die für uns Menschen größtmögliche Schöpfungsenergie. Wird der gemeinsam definierte Wunsch von Beginn bis zum Ende des Geschlechtsakts bildlich festgehalten, wird er sich mit absoluter Sicherheit auch erfüllen. Bei vielen von uns sind Begriffe wie Magie und Ritual negativ besetzt und mit Ängsten in Bezug auf Manipulation, also schwarzer Magie, verbunden. Diese Angst wird durch Horrorfilme auch gezielt gefördert, um uns von der Beschäftigung damit abzuhalten. Dadurch sehen wir nicht, dass wir auch heute durch Magie manipuliert werden und wir verzichten mangels Wissen oder Glauben darauf, diese mächtigen Kräfte für uns zu nutzen und im Sinne des Lichts und der Liebe einzusetzen. Damit verzichten wir auf eines unserer machtvollsten Werkzeuge. Und dies ist ein großer Vorteil für den Einfluss der Dunkelmächte. Die Magie macht unsichtbare Kräfte für uns nutzbar. Wie bei jedem anderen Werkzeug auch, kann dies im Sinne des Lichts oder im Sinne der Dunkelheit geschehen. Dies liegt ganz in den Händen derer, die Magie gezielt anwenden. Die Möglichkeiten der Magie werden der breiten Masse allerdings gezielt verschwiegen, beziehungsweise schlecht gemacht durch Manipulation oder mit Angst besetzt, wie durch Horrorfilme und gruselige Geistergeschichten. Das hat einen guten Grund. Diejenigen, die über dieses Wissen verfügen und die Techniken heute anwenden, möchten nicht, dass die breite Masse darüber erfährt oder sogar lernt, es zum eigenen Vorteil anzuwenden. Dabei kann jeder von uns lernen, Magie anzuwenden. Wenn dich dieses Thema anspricht und du den Zauberstab selbst in die Hand nehmen möchtest, beschäftige dich mit den Möglichkeiten der Magie. Bücher und Filme wie Harry Potter entstehen nicht einfach nur so. Schon immer wurden Wahrheiten in Form von Geschichten vermittelt, etwa bei Märchen.
Einige von uns werden unbewusst auf diese Weise an machtvolle und lichtvolle Werkzeuge erinnert, die in unserem Inneren schlummern. Wenn dich dieses Thema interessiert, findest du am Ende dieses Videos eine Playlist mit weiteren interessanten Themen, wie zum Beispiel konstruktiver Umgang mit sexueller Energie oder Sex als Weg in die Einheit durch Tantra. spiritwissen.de